weiß nicht, nach Academia. Was im Sofa gefunden? Ach, das da. Ach so, stimmt. Wir haben das ja Dings hier. Oha. Das waren die, die DLCs, die ich freigeschaltet habe mit. 500? Okay, erstmal Stärke plus 1. Welcher Typ? Aber will ich Heiler schon hochballern? Nicht. Okay, weil was kann er damit lernen? Ist die Frage. Müssen ja mal uns den. Okay, das ist jetzt nicht so mega cool. Was kann der hier? Stirbt Hiebangriffe um 20%. Okay, das ist stark. Wir sitzen bei. Der Sucher aus. Nee, dann warte ich tatsächlich noch, bevor ich die Dinger raushaue, würde ich sagen. Jetzt habe ich seinen Auftrag quasi abgeschlossen, Level 10. Dafür kriege ich irgendwas. Heden, Weihrauch und Fantasie. Wie es mir scheint, wie es mir gedacht habe, ich spüre ein plötzliches Licht, das in meinen Gedanken, das meinen Geist erleuchtet, das im Verborgenen lag. Dank der Forschung des verstärkten Einflusses deines Archetyps ist ein Fetzen meiner Erinnerung zurückgekehrt. Welche Erinnerung? Ja, ich erinnere mich an etwas. Ich habe schon in der Vergangenheit an Archetypen geforscht. Ah, okay, ich kann manchmal Sachen extra bekommen von dem. Und Archetypen geforscht? Es ist genau diese Kraft, die eine echte Utopie wie in meinem Roman erschaffen könnte. Ja, es ist mehr als machbar. Jedoch hat sich dieser närrische König von meinem Traum einer Utopie abgewandt. Das Buch, das du trägst und diese Bibliothek des Wissens sind durch sein Dekret verdammt. Letztendlich wurde ich in diese Kammer gesperrt, im Geheim weggeschlossen und dann auch noch umgebracht. Seitdem bin ich allein. Natürlich mit Ausnahme meines Katzenfreunds Plato. Plato, finde ich natürlich gut, den Namen. Ich dachte schon, ich würde ja sterben, ohne je zu wissen, wer ich war. Wegen dieser Angst. Und nein, Nessie. Wegen dieser Angst gab ich mich meiner Forschung hin. Ich habe gehofft, einen Beweis zu hinterlassen, dass ich einst gelebt habe. Auch das kam zum Erliegen. Und dann tauchtest du auf. Du hast mir nicht nur die Chance gegeben, meine Forschung wieder aufzunehmen, sondern auch mein Leben zurückzuerlangen. Ehrlich gesagt, habe ich damit gezögert, überhaupt etwas zu erwarten. Wenn sich hier nichts entwickelt hätte, wäre ich bereit gewesen, endlich aufzugeben. Aber das Wunder meiner zurückkehrenden Erinnerung hat mich überzeugt. Die Archetypen sind die ursprüngliche Magie und sie könnten die Grundlage unserer Welt ins Wanken bringen. Ich werde es beweisen. Es kann die Welt verändern und ich werde es beweisen. Ich bin mir jetzt schon sicher, dass wir ein gutes Team sein werden. Und du wirst eine Macht brauchen, die es mit der von Louis aufnehmen kann. Lass uns weiter forschen, damit du deine Fähigkeiten vollends zur Entfaltung bringen kannst. Spüre Mors wohlwollende Erwartungen und sein Vertrauen. Hand drauf. Archetypenentwicklung. Scheint, als würde es auch zur tieferen Bindung zwischen dir und Academia führen, wenn du deine Archetypen pflegst. Ich glaube, du bist an einem Punkt angelangt, an dem dir das hier hilft. Das ist ein Zünder, mit dem wir Sucher unser Bewusstsein teilen können, auch wenn wir getrennt sind. Solange du den besitzt, kannst du Archetypen von überall aus studieren. Wenn du allerdings eine Forschungsaufgabe abgeschlossen hast, würde ich dich dann noch bitten, persönlich mit mir in Academia zu sprechen. Ich benötige noch immer deine Kraft, um meine Forschung voranzutreiben, und ich schätze die Zeit, die wir im persönlichen Gespräch verbringen. Nun denn, um die Welt zu verändern, müssen wir Dinge aus anderen Blickwinkeln untersuchen. Sind dir als nächstes die heldenhafte Pistolero-Verkörperung? Wenn du den Pistolero noch nicht erhalten hast, musst du vielleicht ein Band mit jemandem schmieden, der einen Sinn für Mechanik besitzt. Ich bin mir sicher, dass dir das bei der Verbesserung deiner Tugenden helfen wird.
und sich dazu noch weitere bedeutsame Möglichkeiten auftun. Okay, den brauche ich. Brauche Kanonen. Ah, herrlich. Ich kann meine Faszination jetzt schon kaum im Zaum halten. Zum ersten Mal seit langer Zeit rast mein Verstand. Ich zähle auf dich. So, noch mehr Magie bekommen. So, jetzt müssen wir mal gucken. Was kann ich jetzt eigentlich noch machen? Achso, so, okay. So, jetzt brauchte ich hier Level 3 mit ihm. Also hier brauche ich Level 20 Heilung, Level 3 mit Maria. Mit der kann ich noch nicht schnacken. Da weiß ich nicht, wann ich den Level 2 kriege, Level 3 kriege, deswegen ist es ein bisschen risikoreich. Okay, das braucht Katharina. Das braucht er selbst. Sag ich okay erstmal, ne? Mit einer Attacke. Es ist eine stärkere Heilung. Ich meine, es ist nur vielleicht so ein diagonaler Hieb. Dass ich eine andere Attacke sonst habe. Ja, würde ich mal sagen, ne? Nehmen wir ein bisschen. Weil Heilung hat jetzt schon der andere. Okay. Dann rein. So, speichern und dann den Boss platt machen. Wir sind voll soweit, was Leben angeht. Anscheinend befindet sich dieser Guptarus direkt vor uns. Bereit? Gehen wir. Also den Drachen in der Demo habe ich platt gemacht. Immer so. Ich hätte dran vorbeilaufen können. Er hat gesagt, naja. Machen wir. Und da ist er. Sieht so aus, als sei das der Guptarus. Und er sieht auch ganz schön angriffslustig aus. Sieht nicht so aus, als wollte er davonrennen. Er ist anscheinend an den Anblick von Leuten gewöhnt. Ja, der hat mehr Schaden angerichtet, als irgendjemand ahnt. Damit ist ab heute Schluss. Du kommst uns nicht davon. Du Bösewicht. Ich glaube, das heißt, er ist bereit. Oh, ich kann es kaum erwarten. Er ist wirklich bedrohlich. Seid vorsichtig, Leute. Bereiter werde ich nicht. Ja. Komm, du Monster. Du sollst als Rostfleck auf meiner Lanze enden. Alles klar. Voll, voll. So, was fangen wir an? Mit dem Schädelbrecher anfangen. Sieht okay aus. So, wir machen erstmal hier den Häcksler. So, er geht nach hinten, denn das können wir hier. Wir können in die hintere Reihe gehen. Wir machen erstmal. Gucken wir uns mal Lichtmagie an. Sie kann. Achso. Okay, was verstand da gerade? Die Anwesenheit eines Heilers macht ihn wütend. Das haben vorhin die anderen gesagt. Ich dachte, das war gar nicht auf mich persönlich bezogen, sondern die haben einen Heiler. Okay, das ist natürlich schlecht. Das heißt, die werden jetzt die ganze Zeit stärker als sonst. Ich mache. Nee, das Problem, ich habe keine AE hier. Dann mache ich lieber das hier weiter. Und die hat relativ viel Schaden gemacht. Er macht weiter sein. Das passt schon, ne? Ich heile mit ihm jetzt lieber. Ja, wir müssen jetzt alle heilen, aber. Ist das so? Oh fuck. Okay, ich kann keinen Heiler dabei haben. Er macht ein bisschen mehr Schaden, wenn ich einen Heilungsschein dabei habe. So, der Tod der Fantasie. Okay. Ich nehme mal den Heiler raus.
So. Ja, ich sage, das Spiel kann halt schwierig sein. Wir nehmen einfach einen Heiler aus, nehmen dafür jetzt den Sucher. Alter, der war scheiß Waffen, ne? Ja, was soll's. Die anderen beiden machen Schaden, er heilt. Wir machen dieselbe Taktik vor, jetzt ohne, dass er vielleicht noch mehr Damage macht, als er so schon macht. Weil dadurch, dass er natürlich ihn auch noch, dass ich auch noch anfällig gegen den war. Er hat natürlich immer noch eine extra Runde. Oder einen extra Angriff. Das ist natürlich nicht gut. Na, guck mal. Nicht mehr Glück. Gleich ein Hexler. Okay, das ist ganz gut, ne? Okay, jetzt. Hat richtig Damage, ne? Alter Schwede. So, ich glaube, ich muss mal tatsächlich noch einmal nach hinten. Ja, machen wir das mal, sonst wird das hier nichts. Lass mal alle heilen. Das. Vielleicht ein bisschen stabilisieren. So, er geht mal zurück, glaube ich. Aber einer muss auf jeden Fall weniger Schaden kriegen als alle anderen. So, er macht das. Heiler ist halt geil, weil der halt einfach alle heilen kann. Aber wir machen es einfach Hulkenburg nochmal hoch. So, er heilt sich auch. Okay. Also wir machen jetzt, okay, er muss auf jeden Fall verteidigen. Sie hält vermutlich einen Schlag aus. Problem ist, dass die Tastenbelegung halt anders ist als bei den Personenspielen, dass ich auf Viereck halt angreife direkt. So, und er blockt auch. Wir müssen dazu, dass wir den Angriff überleben. Ja, okay, das ist okay. So. Noch eine Heilrunde. Dings kann schon einmal angreifen. Droll. Da wird nicht vergessen, dass wir Schaden machen müssen, sonst kommen wir hier nie raus. Okay. Ja, er greift weiter an. Okay, das ist gut, dann können wir alle mal blocken. Dann ist es nicht so dramatisch. Also müsste es eigentlich sein, dass wir relativ gute Leben haben und dann uns einmal mal schützen. Damit er auch gleich seine Attacken. Oh, Schrank kann er mal angreifen. Okay. Ja, solange sie schwächer sind, muss ich erstmal die guten Sachen raushauen. Also wird mehr Verteidigung. Ich glaube. Da wird eher mehr Verteidigung, ne? Ich kann sonst auch noch mal das hier benutzen. Dass sie ausgeglichen in ihrem Leben haben. Okay, jetzt können wir einmal richtig angreifen. So. Naja, das Böse ist nach ihm dran, ne? Ja, müssen wir ein bisschen Risiko machen, ne? Sieht aus wie ein getroffen. Okay, cool. Er macht jetzt keinen Angriff direkt. Würde ich sagen, er heilt. Eine gute Chance, dass er den Schlag vielleicht überlebt. Ich glaube, er müsste neben unserem Hauptcharakter die meisten Leben haben. Ja, das haben wir auch am wenigsten getroffen, tatsächlich.
Alter, das ist richtig übel, das Ding, ey. Ich muss halt eigentlich weiter angreifen, damit ich eine Chance habe. Das ist aber am besten. Nein, wahrscheinlich nicht. Ich kriege ihn jetzt einmal zu heilen. Hoffe, dass es irgendwie. Oh Gott, er muss wieder ein AE schlagen. Okay, überlebt. So, heilen. Halt aber zu wenig. Jetzt wird er wahrscheinlich wieder ausrasten. Genau, das macht er mal alle zwei Runden anscheinend. Jetzt müssen wir trotzdem beide blocken. Aber dadurch verliert er auch gleich den Angriff, ne? Okay. Okay, Resistenz, gut. Schwerensturm. Ist nicht so gut. So, jetzt müsste er eigentlich wieder seinen Dingsangriff machen. Seine Ladung. Ja. War es besser Heilung oder nicht? Die anderen sind nicht so anfällig. Er war anfälliger, definitiv. Also ich glaube, ihnen stand nicht anfällig. Also wir machen Verteidigung. Sie heilt nochmal. Und dann Stroll. Genau, sie ist resistent. Hat sie aber trotzdem komplett weggehauen. Das wird interessant. Ich versuche trotzdem, das jetzt irgendwie durchzukriegen, ohne dass ich jetzt nochmal neu laden muss oder sowas. Soll halt auch herausfordernd sein. Muss halt einmal Glück haben wieder mit einer Runde, dass sie vielleicht ausweichen oder sowas. Oder auch nicht. Jetzt müsst ihr hoffentlich, ja, okay. Hilft mir aber leider auch schwierig. Okay, lass mich überlegen. Keine Fähigkeit versuchen, aber ich glaube nicht, dass er irgendwas. Ich mach trotzdem jetzt nochmal Angriff drauf. Ich muss irgendwie runter. Ich versuche so viel Schaden wie möglich irgendwie reinzuballern. Das finde ich mega. Mega risikoreich. Oha, ich bin nicht getroffen. Okay, nochmal. So, Heikenberg hat gut Damage. Mal soll ich aber versuchen, über Dings zu gehen. Soll einfach alle nach hinten stellen, ne? Ich meine, greifst du so alle an. Aber vorne mache ich weniger Schaden. Aber ich sollte auf jeden Fall wechseln. Das habe ich natürlich jetzt die ganze Zeit nicht gemacht. Ich soll natürlich wechseln, wenn er seinen starken Angriff macht in die hintere Reihe mit allen. Und wenn sie angreifen, lasse ich sie vorne. Ja. Ich will mal gucken, ob wir hier irgendwie. Verbrauchter TP. So, das macht halt gut Schaden. Das heißt, dass die beiden vorne. Ich wechsle, muss aber definitiv mal hinwechseln, sobald der. So. Das kann ich auch mal testen, ne? Warte. Hier, ich bin dann mal auf L1. Auf L1 kannst du, glaube ich, Autotaktiken wechseln.
Na, und hier kannst du dann, sie sollen selbst entscheiden. Warte. Hast du auf R3, glaube ich. Also jetzt, ich spiele jetzt auf PlayStation 5. Ich glaube, wenn ich jetzt R3 drücken würde, würde es automatisch machen. Ich gucke gleich mal nochmal sonst ein normales Menü rein. Red-Affinität. Guck gleich aber nochmal. Also ob du in L1 nur die Taktik ändern kannst oder nicht. Aber ich konnte sie von Anfang an halt selber wählen. Also was die machen. Es gibt auf jeden Fall einen Button. So, Zielstatus, Autokampf. Autokampf fährt R3 aus, ist glaube ich was anderes, als wenn die was Einzelnes machen. So, passen. Schaut mal, ich muss wahrscheinlich, also eigentlich muss es hier direkt machen können. Guck mal, ob du, wenn du R3 drückst, ob er dann, oder, also greifen alle an. Weil ich habe hier, also auf PlayStation ist hier unten unter dem Synthese, siehst du Autokampf. Da steht der normale Button, damit die eben nicht automatisch alles machen. Das würde eigentlich dann eher sein. So. Machen wir das, damit wir weiter angreifen können. So, habe ich Wind ausprobiert? Wind habe ich ausprobiert. So, machen wir einfach mal hier unser Sheet-Item. Ne, Alm macht es auch nicht. Also ich gerade schon wieder... Ne, hat er nicht. Okay. Habe ich noch das für alle? Ne, ja. Er müsste aber jetzt eigentlich gleich hier seine Attacke machen. Ich heiße jetzt mal alle hoch. Und dann zur Not kann ich halt in die hintere Reihe mit einem wechseln. Die müssen das dann eigentlich überleben. Genau, jetzt tun wir alles in die hintere Reihe und blocken. Hoffen wir, dass das dann... Das gleich ein bisschen lockerer vonstatten geht hier. Ja, ist schon okay. Okay. Lass den besser mal in der hinteren Reihe, bis ich mich da wieder... Lass wir da 150 bei eingeben, ne? Reicht das? Das reicht. Ah, okay. Ja, ich muss da ja gucken, das muss ja irgendwann in einem normalen Menü sein. In einem normalen Standardmenü, also nur außerhalb des Kampfes bis, würde ich dann mal schätzen. Ich guck gleich mal, wenn ich da bin. Ich muss da es eigentlich finden. Das gab es ja auch bei den anderen Persona-Spielen. Greift sie an. Ach so, das meinst du. Du bist noch nicht so weit. Ja. Du musst jetzt die Story weiterspielen. Ich wusste natürlich jetzt nicht, wie weit du bist, aber ja, am Anfang des Spiels kämpfen die erstmal automatisch. Erst später bist du als, also, weil es storytechnisch auch so ist, du bist ja noch ein Keck und machst ja noch gar nichts. Und ich habe jetzt schon den Trupp quasi als Anführer und deswegen darf ich denen sagen, was sie machen sollen. Weil sie logischerweise sie mir nicht unterstellt sind, deswegen machen sie ihren eigenen Kram. Das ist tatsächlich storytechnisch abgedeckt. Dann ja. Nein, was mache ich? Oh Gott, ich habe alle meine Attacken gerade aus dem verbraucht. Gerne. So. Ich sage ja, X für Synthese ist schlecht. Ich brauche Viereck da. So, er geht erst zurück. Und heilt. So, danke Schmadl für den Follow. Vielen Dank. So, wir sind schon in der hinteren Reihe. Immer, Nessie, immer.
Wäre ja auch langweilig, finde ich. Oh, er hat sogar verfehlt, das ist gut. Aber dass das Ding's tot. Aber es ist eigentlich gar nicht so schlecht ausgegangen bis jetzt. Sind da relativ gut bei rausgekommen. So, guck mal, oh, er hat wieder die Runde verloren, das ist gut. So, er muss irgendwo heilen, weil er hat nichts, er hat keine super Attacken, die er benutzen kann. Ihre Attacke ist auch nicht so mega gut. Also am meisten macht, glaube ich, Dings Stroll gerade Schaden. Mit seinem Häcksler. Erst scheiße, er war in der hinteren Reihe, ne? Okay. Ist egal, passt alles. Langsam Kontrolle bewahren. Nicht irgendeinen Quatsch machen. Und den Gegner langsam aber sicher Schaden machen. Aber er macht 200 Splitterschlag, ne? Dass das auch so ein mieser. Was ist das? So. Ja, da muss Damage machen. Okay, das ist sehr, sehr gut. Das nutzen wir jetzt natürlich zum Heilen. Okay, zwei Einzelangriffe sind auch sehr, sehr gut. Das natürlich kann auch wieder angreifen. Das ist gut. Ganz locker. Ganz, ganz, ganz locker. Nicht die Kontrolle abgeben. Okay, das ist gut. Der macht genug Leben. Dass er weiter angreifen kann. Okay, er hat verfehlt, das war so richtig gut. Ganz locker machen, ganz locker runterspielen. Keinen Scheiß machen, wenn es geht. Wenn es nicht geht, trotzdem Scheiß machen. So, Block. In der Reihe Block. Okay, das ist nicht so gut. Ganz locker. Ja, widerlich. Auch anders ausgedrückt. Das hat gereicht. Yes. So, 600. Oh, das ist gut. So, Stärke. Oder nur eine Fähigkeit, die eine Klasse, die ihn unterstützt. Die Zorn ist riesig, wenn ich mir vorstelle, von aufgespießt zu werden. Oh. Echt? So schlimm? Ich hätte das Gefühl, er wäre im Kampf ziemlich gelassen gewesen. Nein, es war härter als gedacht. Es hätte leicht daneben gehen können. Zweimal. Wenn wir nicht aufgepasst hätten. Auf keinen Fall. Denkst du das auch, Heikenburg? Was ist mit dir, Akari? Was denkst du? Das war knapp. Arroganz lässt deine Klinge stumpf werden. Bescheidenheit ist eine Zier. Naja, gewonnen ist gewonnen. Jetzt müssen wir das Ding hier nur noch zum Zünderladen bringen.
Machen wir das doch später, Akari. Sollen wir zurück zum Eingang? Ja. Ja, tun wir das. Bis wir in der Stadt zurück sind, ist es Nacht. Ja, komm, die Belohnung kommt ja noch. Das ist raus, ne? Ja. Die richtige Belohnung kommt noch. XP war gut. Die Gegenstände muss ich mir gleich nochmal angucken. Zurück zur Taverne von Grandrat. Tja, wir konnten Guptarus besiegen, wie die Frau beim Zünderladen es wollte, aber es war hart. Gut, dass wir sicher entkommen sind und einen Beweis haben. Wenn wir den Beweis zeigen und ihren Auftrag abschließen, können wir endlich im Zünderladen nur für Mitglieder einkaufen. Wir können uns dabei helfen, an mehr Feuerkraft zu kommen. Du wirst auch den Auftrag abschließen, Akari. Nur noch 7 Tage bis zum erwähnten Tag der Katastrophe. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Bedenkt man, wie wenig wir von dem Kerl wissen. Ganz genau, wir können ihn nicht machen lassen, was er will. Wenn wir uns nicht darauf verlassen können, dass die Staatsarmee das regelt, müssen wir ihn selbst aufhalten. Ist das tatsächlich, was wir das letzte Mal auch schon gesagt haben? Was war eigentlich die Ausbeute von dem? Ein Käfer mit goldleuchtendem Makler, er lässt sich nicht verkaufen, aber es gibt jemanden, der diese spezielle Art sammelt. Okay. Ein breites Schwert speziell für Nahkämpfer. Okay, das hat er uns, glaube ich, gegeben, ne? Das ist gut für Sucher. Können wir ihn auch wieder als Dings nehmen. Als Heiler. Dankeschön, Nessie. So, jetzt konnten wir irgendwas nochmal läutern. Erhöht automatisch Abwehr zu Beginn des Kampfes. Gut. Machen wir. So, da wir keine Lanze haben, brauchen wir das auch nicht. Halten sich die Augen zu beim Beten? Weird. Nein! Sorry, ja, ich bin Loser. Ich hab's verstanden. Ich bin Loser. Ich wollte nur Speed geben. Beim Sword Skaten. Okay. Ich habe das vorne als Beweis mitgebracht. Oho, und das ist wohl das Horn des Wüstlings. Erzählen Sie mir mir die Einzelhandel drin. Kommen Sie. Die Mission ist also abgeschlossen. Ich werde Sie wie versprochen belohnen. Oh. Endstation Monster. So, das ist jetzt noch die zusätzliche Belohnung. エルダ族にまともな働き口などないだろう。私にとっては種族の些細なことだ。働きに身を対価を必払って。それに私とつなぎをつけておけば、いずれ役立つ日は来るかもしれない。
Stimmt, das klingt gar nicht so schlecht. Ich akzeptiere. Hat sie ein Tier da? Verstanden. Okay, was immer sie sagen. Hat eine Katze oder einen Hund? Dürfen die das nicht haben? Ja, schon. Oh, oh, oh. Ich kann einen Haufen Vertrauen unter all der Skepsis spüren, die Brigitte mir gegenüber empfindet. Was ist es? Händler-Archetyp. Okay, das, was bringt er? Die heldenhafte Verkörperung eines Händlers. Mhm. Also, Nessie und ich sind ja auch Händler. Quasi. Also, sie sind schon ein bisschen heldenhaft. Aber jetzt machen wir gleich erstmal die Hauptstory weiter. Jetzt haben wir halt gute Ausrüstung. Auch noch ein bisschen gelevelt. Ey, wir sind. Also, da stand gerade, wir sind Händler. Und Händler sind Helden. Also sind wir wohl Helden. Was kann der denn? Neben Allmachtangriffen, verbrauchen Geld, verfügt er auch über einzigartige Fähigkeiten, die Kampfbelohnung erhöhen und die Gruppe auch abseits des Kampfkräften. Was? Goldangriff, 500 Gold. Erhöht die Chance auf den Erhalt von Gegenständen nach Kampf 20, mit den Effekte von Verbrauchsgegenständen de facto 1-2. Holt sich Mag von einem Gegner. Aber das finde ich noch nicht. Also, das ist. Gegenstände nach. Das ist halt geil, ne? Nee, wir sind schon Helden, Essie. Komm. Okay, wir holen uns den auf jeden Fall. Ich werde mir auch die. Ich muss gucken, ob ich die passive Fähigkeit holen kann. Weil ich würde die passive Fähigkeit mit den Gegenständen gerne haben. So, warte, so jetzt müssen wir erstmal gucken. Also. Was kann der benutzen? Lag. So, wir geben ihm jetzt mal hier so einen Gegenstand. Speichern vielleicht nochmal vor, was will ich natürlich jetzt testen. So funktioniert, wie ich mir vorstelle. So, die anderen sind Opfer, Nessie, nicht wir. Jetzt habe ich Glücksfall. So, jetzt ist die Frage, kann ich das jetzt... Jetzt muss ich zu Moor. Muss gucken, ob ich die Fähigkeit quasi, die passive, übernehmen kann. Deswegen sind wir... Nein, Nessie, deswegen, weil wir sind ja auch stärker. Weil wir stark sind, können wir diesen Rotz ertragen. Andere sind schwach und können das nicht ertragen. Deswegen sind wir die Starken. Und die Starken müssen immer alles schlimmer aushalten. Ach doch, wir sind schon Helden. Einzelhändler, Held,
Hört sich auch fast so ähnlich an. So. Jetzt würde ich gerne halt so, jetzt nehmen wir, jetzt gehe ich zurück zum Heiler. Versuche die passive Fähigkeit mitzunehmen. So, möchte jetzt gerne mit dem Heiler. Kann ich. Kostet aber 5000, ist mir aber egal, nehme ich. Also 20% mehr Gegenstände nach dem Kampf ist eine gute Fähigkeit, würde ich sagen. So, das ist okay. Welche die krassen Schuhe hatte ich, ne? Ja, hatte ich. Okay. Dann gucke ich mal, was wir jetzt noch in der Stadt machen können. Wir haben jetzt auch einiges an Geld, aber ich glaube, der Waffenhändler hatte nur ein Dolch für 50.000, die ich mir natürlich holen würde. Das wäre natürlich so eine Waffe, mit der den Allgemeinschaden sehr stark erhöht. Ein von uns Adlige bei Duellen einsetzen. Das könnte ich. Oh, Sucher kann das tragen. Doch. Ich würde sagen, da bin ich ganz Freund und sage einfach, nö, scheiß auf den Heiler. Wir nehmen einen Sucher. Wir machen erstmal hier krassen Schaden. Oh, Stärke 6. Okay, jetzt machen wir richtig hier. Ja, jetzt ist er ein Tier. So wollte ich ihn haben. So. Also, was können wir jetzt noch machen? Ich habe jetzt zwar keine Kohle mehr, aber doch, wir können auch was verkaufen, stimmt. Hallo. Kannst du verkaufen. Jetzt haben wir ein bisschen Geld. Okay, kostet noch 50.000, das geht ja. Aber das scheint natürlich krasse Sachen zu sein. Okay. So, wir haben hier nochmal Weisheit. Was habe ich irgendwo noch eine Nebenquest offen? Kann ich in der nochmal helfen, ne? Mal darüber gehen, da mal gucken. Aber ich glaube, es war sonst keine Quest mehr. Den einen haben wir geholfen. Was haben wir hier? Ja, komm, ich höre seiner Geschichte zu. Können wir wieder eine von unseren kündlichen Tugenden erhöhen. Ja. Passt schon. Dass wir jetzt nicht irgendwie vorlesen oder lange